Hier hinten jede Menge Pilze. Da oben weiß ich noch gar nicht. Müssen wir oben lang? Ich glaube, erst später. Glauben es nicht wissen. Ich weiß. Gut. Erstmal die Pilze hier. Gehen wir erstmal geradeaus durch. Bevor ich da irgendwie weiter nach oben gehe. Und dann mal gucken. Hier müssten wir auf jeden Fall wieder das eine oder andere zum Scan haben. Da oben ein paar Sturzsegler. Ne, immer Augen und Ohren offen halten. Was haben wir hier? Was die Wässer verdirbt, sucht die Sonne. Aha. Giftbelastung kritisch. Kontakt mit belastetem Wasser äußerst gesundheitsgefährdend. Die große Seuche entspringt dem Kern Talons. Die Seuche kommt aus dem Kern und es sucht die Sonne. Und halt das, was die Vergiftung des Wassers verursacht, ist halt Richtung Sonne gelegen. Die Wahrheit erwartet dich in einer geheiligten Halle. Die Wahrheit. Kann ich das da vielleicht wieder zerstören? Ja! Ach, wollte ich eigentlich wieder scannen, verdammt. Aber wir haben mehr Missiles. Mehr. Erlebt more. Mehr Missiles sind nie verkehrt. So. Die hatten keine Chance. Mach mich so langsam so ein bisschen. Aber es ist immer noch sehr ungewohnt. Ich wollte auch ursprünglich mal mit Talk Prime schon vor langer Zeit aufnehmen. Am besten halt über einen PC GameCube-Emulator, weil halt da die Grafik halt ein bisschen noch schöner ist als jetzt hier in der Wii U-Fassung. Ja, halt, weil man halt über den Emulator bessere, schärfere Texturen halt erstellen kann und ähnliches. Aber es hat halt leichte Soundirritationen gegeben und dann habe ich mich dann doch dagegen entschieden. Hätte ich zwar bessere Steuerung gehabt, aber nun gut, c'est la vie. So. Das ist jetzt immer noch das 10er-Pack, ne? Oder 5er-Pack. Genau. Hier haben wir jetzt mehrere Symbole. Die haben wir jetzt hier überall im Raum verteilt. Die müssen wir alle einmal scannen. 4 Stück oder so, das haben wir. Dieses Kultsymbol wurde aktiviert. 4 Kultsymbole innerhalb dieses Raums müssen aktiviert werden. Für eine Plattform, die haben wir irgendwo da oben. Na, keine Plattform, sondern in so eine Wand oder sowas. Und ja, das machen wir mal eben schnell, damit wir da weiterkommen. Wenn wir die Pflanze hier mal kurz beseitigen, Pflanzenorganismus, Sensenranke, wie auch immer, mir Latte. So, einmal hier hoch. Und dann nochmal hier hoch. Ach komm, hau ab. Du auch. Hau ab. So, hier seht ihr es, ne? Das Ding. Sind schon 2 davon aktiviert. Das Metalltor blockiert den Zugang zum dahinterliegenden Bereich. 4 Kultsymbole zieren seine Oberfläche. Was? Übereinstimmende Symbole innerhalb dieses Raums müssen gescannt werden, um Zutritt zu erhalten. Ja gut, dann ist hier nämlich schon das nächste. Und da hinten ist auch irgendwas. Charge Beam! Hey, das klingt schon mal nicht schlecht. Oh komm, hau ab. So, wo war denn jetzt das 4. Aua! Wo war denn jetzt das 4. Da. Nee, doch. Nein. Intakte Wurzeln verlaufen über der Oberfläche. Pflanze scheint mit belastetem Wasser zu gedeihen. Das ist natürlich toll. Da hinten ist irgendwas Rotes. Nein, ich will das Rote. Okay, ich muss hier näher ran. Da haben wir tatsächlich so ein Symbol. So. Hüpfen wir mal wieder zurück und dann scannen wir das nächste Symbol. Um dann da irgendwie durchzukommen. Hau ab. So. Und hepp. Und dann hier auch nochmal scannen. Das Tor wurde entriegelt. Ja, sieht doch gut aus. So, nehmen wir mal mit den guten Spaß. Und dann haben wir wieder endlich den Charge Beam.
So, mit dem Charge Beam können wir halt mit aufgeladener A-Taste können wir sowieso feuern. Und dann halt aufgeladenen Schuss können wir abfeuern. Und mit denen können wir dann halt jetzt auch die Augen hier dauerhaft zerstören. Also zumindest während unseres Aufenthalts. Hier oben haben wir dann nochmal eine Chozo-Inschrift. Ja, die will ich jetzt auch lesen. Das Unheil kam plötzlich. Wir hatten eine dunkle Vorahnung und an jenem Tage bewahrheitete sie sich. Wie aus dem Nichts stürzend fiel ein Meteorit herab. Die Gewalt des Anschlags hüllte das Land in einen dunklen Schatten der Zerstörung, aber seine zerstörerische Kraft schien zu vergehen. Der gefallene Stern verglühte und das Ereignis schien zu einer Erinnerung zu verblassen. Doch der Meteorit barg eine tödliche Fracht. Die große Seuche brach über das Land herein. Eine fremde Energie ergriff ungebändigt alles natürliche Leben. Die dunkle Macht, die dem Inneren des Meteoriten entsprungen war, begann sich über das Antlitz von Talon 4 zu erstrecken, so wie eine Spinne, die ihr Netz baut. Ja, von dem Krater haben wir ja schon erfahren. Und ja, der Krater beinhielt wohl irgendwas, was hier die ganze Seuche verursacht hat und ähnliches. Na, also das ist wohl echt ätzend. Halt scheiße, wenn so ein Meteorit, weißt du, der so ein bisschen so radioaktives Zeug oder was beinhaltet und dann damit dann den ganzen Planeten zerstört, weißt du, nicht, dass sowieso halt so ein Meteorit, wenn er auf so einen Planeten halt einkracht, sowieso schon so eine große Zerstörungskraft mit sich bringt, sondern halt dann auch noch etwas, was das Land halt, das, was überlebt hat, so krass verdirbt, dass halt ein Leben wirklich gar nicht mehr möglich ist. Oh komm, geh mal weg da. Ich bin gerade am überlegen, wo kriege ich denn jetzt gerade mal den Morphball-Bomb her? Aktuell weiß ich das leider nicht. Aber wir kriegen das schon noch raus. Ich weiß gar nicht, muss ich dafür nach oben? Muss ich da bei der einen Abzweigung in die andere Richtung? Ich weiß es nicht. Ich würde mal sagen, wir gucken mal kurz nach oben, falls ich nach oben komme. Doch, müsste eigentlich hin. Müsste ich? Eventuell? Doch, ja klar. Bisschen Giftnebel, aber der ist mir auch egal. Na gut, da ist noch so ein Mini-Pilz. Wo ist Mario, wenn man jemanden braucht, um hier Pilze zu essen? So, dann da oben die Sturzsegler hier. Der hat der eine oder andere vielleicht nicht auf YouTube erkannt, aber da sind tatsächlich welche gewesen. Ich weiß es auch nur, weil ich weiß, dass da welche sind. Na gut, und ich hab's gesehen. Aber halt früher, weißt du, ich bin da hier lang gegangen und hab dann erstmal einen auf den Dates gekriegt, weil ich keine Ahnung hatte, wo mich hier irgendwas erwartet. Und inzwischen, das Spiel ist halt wirklich für mich halt so ein bisschen so, ich kenne halt wirklich viel, zwar nicht alles, aber viel. Und dadurch weiß ich natürlich eine Menge. Wie hier zum Beispiel die 4. Die 4 auf dem Rohr hier. So, da habe ich gleich einen kleinen Schacht, da kann ich mal gleich durch. Da oben sind noch ein paar Sturzsegler. Die würden mir sonst entgegenkommen, wenn ich gleich mit dem Morphball da gleich rauskomme. Man muss ja einen Schaden verhindern, was man verhindern kann. So. Also wie gesagt, das Spiel habe ich einigermaßen gesuchtet. Zwar einige Dinge weiß ich immer noch nicht so hundertprozentig oder sind mir schon wieder entgangen über die Jahre. Aber so im Großen und Ganzen, viele Dinge sind mir halt wirklich geblieben. Da wollte ich jetzt auch nochmal kurz gucken, ob ich jetzt hier irgendwie was an Scans vergessen habe. Doch, da ist was. Leuchtzylinder funktionieren mit 80%iger Auslastung. Kann man die doch bestimmt noch irgendwie weiter entlasten. Oder auslasten. Aber nicht mit irgendwie Attacken drauf. Gut. Oder nicht so gut. Noch irgendwas hier? Wenn wir schon mal hier sind. Sieht nicht so danach aus. Okay. Hier mal wieder die Augenlaser des Todes. Alle müssen sterben. Ja, klasse. Fängt schon wieder gut an.
Da hinten haben wir irgendwie eine komische Verriegelung. Kann ich auch nicht aufschießen. Kann ich die von hier aus scannen? Ach, shit. Diese, sowas hier, ne? Die stürzt gleich hier. Die habe ich jetzt wieder vergessen. Guck mal ran hier. So. Aber ich krieg das da hinten nicht gescannt, ne? Doch. Technologie, der Sperrmechanismus ist aktiv. Zur Entriegelung muss das Gebiet gesichert werden. Ja, dann müssen wir mal eine Entsicherung irgendwie holen. Hier nochmal ein paar Sturzsegler. Weg damit. Ja, da kann ich jetzt nicht durch. Das ist noch sehr giftig. Da durchzugehen wäre blanker Selbstmord. Das hat aber auch noch nicht zur Entsicherung beigetragen. Hau ab. So. Ach ja, ach ja. Ich erinnere mich an das Ding. Das ist nicht nett. Das verschluckt uns einfach. Macht uns jetzt derzeit ein bisschen Schaden. Kommen wir gleich zu. Also gleich, ne? Relativ gleich. Habe ich hier noch irgendwas? Man muss ja immer mal gucken. Auch bei so kleinen, unscheinbaren Ecken hier kann manchmal irgendwas sein, wo du dich dann später ein Ast drüber freust, dass du es gefunden hast. So. Haben wir hier durch? Hallo? Was bist du denn? Flammenwerfer des Todes? Ein neuer Eintrag wurde in Typisierung. Verbrennungsdrohne programmiert auf thermische Abfallentsorgung. Die Schaltpläne dieser Drohne lassen vermuten, dass zu einer Fehlfunktion kommt, falls der interne Energieverteiler beschädigt wird. Zwar verfügt die Einheit nur über minimale Kampfprogramme, dennoch ist sie im Bedarfsfall fähig zur Selbstverteidigung. Die Flammenwerfer gleichen Mängel in der übrigen Defensivkonzeption wieder aus und machen die Drohne zu einem gefährlichen Gegner. Na dann, Prost Mahlzeit. Wenn ich mich nicht irre, kommt jetzt hier irgendwo so ein kleiner Pnöpel raus, genau. So was da. Und da kann ich dann draufschießen. Ja gut, aber nicht mit dem Missiles. Und vielleicht auch nur auf die roten Punkte. Gut. Zur Kenntnis genommen. Bisschen aufpassen hier auf Feuer und Giftwasser. So, warte. Der öffnet bestimmt gleich wieder sein Auge da. So, das war Situation Nummer 1. Jetzt fackelt er da oben das Goliath-Wespen-Nest ab. Obwohl, sind das Goliath-Wespen? Mal vorsichtshalber scannen. Wenn das andere Wespen sind es nämlich. Schützenwespe. Fliegendes Insekt. Kann Giftstachel auf Beute abfeuern. Dieser hochaggressive Vertreter der Goliath-Wespen-Familie kann die Spitze seines Giftstachels bis zu 20 Meter weit fortschießen. Eine neue Stachelspitze bildet sich in wenigen Sekunden. Sie enthält eine säurehaltige Substanz, welche die Beute vorfermentiert. Also halt vorzerstückelt. Fermentieren ist eine andere Form von Zerstückelung. Verkleinern. So. Na, und das meine ich halt, ne? Mit viel Scannen, wenn du halt wirklich halt 100% machen willst, dann musst du wirklich jeden Scheiß hier überall scannen. So. Öffne mal dein Auge hier. Ja, gut, das war dämlich von mir, ich geb's zu. Na, shit, nicht getroffen. Bams! So, und jetzt hier auf die Wespen. Sonst gehen die mir jetzt ziemlich auf den Sack. Na, shit. Leben! Ich brauch mein Leben! Krieg ich die Wespen dann nicht anvisiert? Ja, kacke, das Feuer ist echt ätzend. Bams! Charge Beam for the win! Da-da-da-da! So, und damit hat er jetzt das Wespennest zerstört. Eine ganz feine Sache. Und hier haben wir Morphball-Bombe. Na dann, mal her damit.
So, und mit der Morphball-Bombe stehen uns so viele neue Möglichkeiten zur Verfügung. Ist unglaublich. Könnten dann theoretisch jetzt auf so eine kleine Item-Sammeltour gehen. Also klein ist noch nicht großartig. Hier hinten auf jeden Fall erstmal Lücke hier aufmachen.